Meine sehr verehrten Damen und Herren, Weltergewicht, die Division, Distanz 3x5, der Preis, der Titel eines Weltergewicht-Champions nach Version von We Love MMA. Einer von den beiden wird ihn holen, die Frage ist wer? Tomasz Sobczak oder Adrian Zangler? Tomasz Sobczak, doch schon 28 Jahre alt, überragt Zeitner um ganze 4 cm, aber auf der anderen Seite Zeitner, ich sage immer gern, der ist ein MMA-Soziopath, der ist außerhalb des Käfigs der netteste Kerl, den man kennenlernen kann, aber sobald sich diese Käfigtür schließt, wird er zum absoluten Monster. Hat da keine Gnade mit dem Gegner, hat da auch im letzten Kampf Mick Mukoyoko wirklich arg zugesetzt, bevor er ihm dann mit dem Bürger gefinisht hat, shootet davon weit draußen zum Single Leg. Gut gesprawl, tiefer Sprawl von Sobczak. Das macht er richtig, ja. Und auch, liebe Zuschauer, hier, das Regelwerk, ist hier etwas, das Regelwerk ist hier auch etwas anders. Wir dürfen auch hier Ellbogenschläge am Boden ins Ziel bringen. Oh, Daumen hoch. Obwohl der Griff eigentlich schon tief drin ist. Hier heißt es erstmal Ruhe bewahren für Adrian Zeitner, gegen den Griff kämpfen, also diesen Griff des Gegners lösen, um den Hals zu befreien, den Kopf zu befreien. Tomasz hat mir vorher im Interview gesagt, er fürchtet Adrian weder am Boden noch im Stand, er hält sich für einen kompletten Kämpfer. Und ja, so selbstbewusst wie er jetzt gerade hier in die Guillotine hineingesprungen ist, glaube ich ihm das auch. Adrian sehr klug, schlägt hier auch mit den Ellbogen auf die Gelenke seines Gegners. Oh, die Triangle, die habe ich kommen sehen. Denn genau die gleiche hat er nämlich auch bei mir versucht, als ich mit ihm trainiert habe. Ja, die ist stark und die ist tief drin. Gerade sein Money Move zu sein. Wenn er jetzt schafft, mit dem rechten Arm unter das Bein zu greifen, dann kann er Tomasz hier tappen. Außer er hebt ihn aus. Der macht das bislang ganz gut, der Pole. Belastet zeitnah. Ja, schlägt auch. Ja, genau das. Und das wird es gewesen sein. Das war's. Ja. Der ist weg. Der ist weg. Und das war's. Blitzschnelle Titelverteidigung für Adrian Zeitner. Jetzt gegen kann ich sagen. Einen wirklich hervorragenden Herausforderer. Das muss man dazu sagen. Wahnsinn. Das war kein Fallobst Herzlich. Hier. Ja, unter 2 Minuten. Und wir können uns gleich nochmal schon das Urteil dann noch anhören. Und da war es eigentlich aus. Als das Bein hier gegriffen wurde, da war die Triangle. Das ist ein so tiefer Griff, da ist er so tief und eng umschlungen, da kommt man fast gar nicht mehr heraus. Ja, schon gar nicht bei so einem versierten Bodenkämpfer wie Adrian Zeitner, der das wahrscheinlich schon 1 Million Mal geübt hat im Training. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben Referee Stoppage, 1 Minute 36 in der ersten Runde. Grund dafür war ein deutlich geschlossener Triangle Choke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alter und neuer Champion des Weltergewichts ist Adrian Zeitner. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Gürtel wird übergeben vom Vertreter von Together Promotions, Veranstalter der heutigen Veranstaltung. Und Inhaber des Gürtels, Markus Wortmeier.